Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Ich bin schon seit wirklich langer, langer Zeit sehr, sehr wetterfühlig. Wo ich den laufe, werde ich jetzt noch nicht verraten. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich würde sagen, die Marathonvorbereitung ist so gut wie abgeschlossen. Es ging mal wieder alles wahnsinnig schnell rum, wie jedes Mal. Ich freue mich einfach megamäßig, nächsten Sonntag endlich am Start zu stehen. Heute gibt es ein Intervalltraining. Ich laufe mich jetzt erstmal 1,2 Kilometer locker ein. Dann kommen 8x400er Intervalle, Pacevorgabe 5,11 bis 5,15. Zwischen den Intervallen gibt es dann 400 Meter Trabpause und am Schluss laufe ich mich dann nochmal 1,2 Kilometer ganz entspannt aus. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we... So, ersten beiden 400er sind geschafft. Den ersten bin ich zu schnell gelaufen. Der zweite jetzt war genau im Bereich, 5,11. Ja, muss jetzt wirklich penibel drauf achten, wenn ich nicht zu schnell laufe. Aber ich denke, wird schon, fühlt sich auf jeden Fall bisher sehr gut an. Somehow we can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own. So, fetten 400er habe ich auch geschafft. Der dritte war wieder zu schnell, 5,05. Der vierte war jetzt wieder im Bereich. Ich muss mich echt bemühen und echt beherrschen, dass ich möglichst alle acht im vorgegebenen Bereich laufe, ey. Also. Ich mache jetzt mal eine kurze Zusammenfassung. Ich blende das aber auch alles unten ein, da könnt ihr euch das alles nochmal angucken. 8x400 Meter Intervalle bin ich gelaufen. Vier Intervalle waren zu schnell, teilweise auch deutlich zu schnell. Und die restlichen vier waren im Bereich. Also mit dem Intervalltraining bin ich wirklich super, super zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Ich wollte ja eigentlich das Intervalltraining am Donnerstag machen und heute den lockeren, langsamen Lauf. Aber dadurch, dass es am Donnerstag ab nachmittags mehr oder weniger durchregnen soll, habe ich keinen Bock hier durch so einen Tümpel zu laufen. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal getauscht. Ja, am Donnerstag gibt es dann wie gesagt den etwas gemütlicheren Lauf. 9,5 Kilometer stehen dann glaube ich an. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne sehen wir uns dann am Donnerstag zum nächsten Lauf. So, und weiter geht's im Trainingsplan. Heute steht ein lockerer Lauf auf dem Programm. 9,5 Kilometer. Pacevorgabe liegt bei 6,20 bis 6,24. Also der Lauf ist bisher irgendwie etwas anstrengender als am Dienstag, als ich die Intervalle gelaufen bin. Ich merke, dass Sturm kommen soll heute Nachmittag und auch viel Regen kommen soll. Ich bin schon seit wirklich langer, langer Zeit sehr, sehr wetterfühlig. Da reagiere ich halt immer vor allen Dingen mit Kopfschmerzen drauf und ich merke halt auch beim Laufen, dass ich nicht so leistungsfähig bin. Das fühlt sich allgemein schwerer an, anstrengender an. Ich habe dann noch oft schwere Beine. Ist halt nun mal so. Ich hoffe mal, dass es nächste Woche sich dann so langsam einpendelt mit dem Wetter und dass es dann keine großen Ausreißer mehr nach oben und unten geht. Das wäre eigentlich dann ganz gut für den Frankfurt-Marathon. Der Lauf ist geschafft. Bin jetzt 9,1 Kilometer anstatt 9,5 gelaufen. Die 400 Meter habe ich mir dann einfach gespart. Ja, wie eben schon gesagt, der Lauf war heute nicht so wirklich gut. Hat sich heute einfach nicht so gut angefühlt. Aber einfach abhaken und auf den nächsten Lauf freuen. Der nächste Lauf wird am Samstag wahrscheinlich dann sein. Ich glaube, da laufe ich so 13 bis 14 Kilometer ungefähr noch. Und dann geht es in die finale Phase für den Frankfurt-Marathon. Und ich würde sagen, in diesem Sinne sehen wir uns dann am Samstag zum nächsten Lauf. Es ist Samstagvormittag, 10:45. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum dritten und letzten Lauf für diese Woche. Heute stehen 13 Kilometer auf dem Programm. Ich versuche jetzt heute mal wirklich bewusst an die 7er Pace ranzulaufen. Wetter ist auf jeden Fall richtig gut, aber es ist auch sehr, sehr windig.
ja, ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. In diesem Sinne würde ich sagen, laufe ich jetzt mal los. Boah, also das mit dem langsamen Laufen, das funktioniert gerade überhaupt nicht so gut. Ich bin im Moment in einer 6,43er Pace unterwegs. Also muss ich noch ein bisschen langsamer machen, um in den 7er Bereich zu kommen. Aber ich laufe das Ganze ja gleich wieder zurück. Da habe ich dann entsprechend auch Gegenwind und dann wird die Pace so oder so langsamer werden. Heute läuft es einfach so viel besser als am Donnerstag. Aber ich muss unbedingt langsamer machen. Ich muss mir jetzt mal einen richtigen Arschtritt geben. Ich guck mal gerade, ich bin jetzt sogar in einer 6,42 unterwegs. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt hören. Ich bin jetzt auf dem Rückweg und habe jetzt ziemlich Gegenwind. Ah, das ist gerade fies. Ich hoffe, dass die Pace durch den Gegenwind jetzt dann vielleicht doch dann endlich mal ein bisschen langsamer wird. Samstagslauf wäre somit auch geschafft. 13 Kilometer sind es geworden in einer 6,36er Pace. Jetzt geht's endlich fast in die finale Woche, in Woche 16 von 16. Ich freue mich einfach nur megamäßig in Frankfurt endlich wieder zu laufen. Ich hoffe, da das Wetter auch einigermaßen mitspielt. Ich habe mir überlegt, dass ich auch in Frankfurt nicht auf Bestzeit laufen will. Ich will Frankfurt einfach als Spaßlauf, als Spaßmarathon sehen und einfach als Standortbestimmung. Ich habe mal so grob geplant, den Marathon so zwischen 4,30 und 4,45 zu laufen. Ja, wie gesagt, Standortbestimmung für nächstes Jahr, für den kommenden Frühjahrslauf für 2024. Wo ich den laufe, werde ich jetzt noch nicht verraten. Das werdet ihr dann wahrscheinlich im übernächsten Video dann erfahren. Das nächste Video wird dann ja der Frankfurt-Marathon sein. Ja, in diesem Sinne, ich mache mich jetzt mal ins Tapering, in die finale Tapering-Phase. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, wünsche euch eine gute Zeit und dann sehen wir uns beim nächsten Video.